Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es gibt heute einen kleinen Haul. Ich war bei Kick, das habe ich auf dieser Seite, und beim Action und möchte euch gerne meine Ausbeute zeigen. Es ist von beiden nicht so viel, dass ich es in ein extra Video hätte packen können. Deswegen dachte ich, ich schmeiße das einfach mal zusammen und zeige euch einfach mal meine Ausbeute. Bei Action ist das Ganze ein bisschen Herbst-Halloween-lastig. Und bei Kick habe ich einfach mal geschaut, was gibt es so. Und habe zwei, drei Schnapper gemacht. Und ja. Womit starten wir? Ich würde sagen, wir starten mit Kick. Ich habe bei Kick gekauft. Wir fangen mit dem traurigen Part an. Eine Trauerkarte. Also es gibt Gott sei Dank, toi toi toi, momentan kein Trauerfall bei uns. Aber ich fand die Karte so schön. In liebevoller Erinnerung steht da einfach nur. Man kann das glaube ich nicht so gut sehen. Und da sind so ein paar Heißluftballons und ein paar kleine weiße Punkte einfach. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schlichte, aber schöne Karte. Und ja, ich weiß, bei einer Trauerkarte interessiert es am Ende auch nicht, was das für eine Karte ist. Man ist traurig und manchmal interessiert es auch nicht, was drinsteht so wirklich. Man weiß, ne, derjenige möchte Anteil nehmen. Aber ich finde es irgendwie trotzdem schön, wenn es eine schöne Karte ist. Und deswegen habe ich immer gerne schöne Karten da, falls es dann mal passiert, denn in der Regel kommt das ja unverhofft. Genau, und dann schwenken wir auch direkt zum Positiven. Genug der Trauer. Ich habe auch noch eine Geburtstagskarte mitgenommen, die fand ich irgendwie auch ganz süß. Ja. Und ich finde, Geburtstagskarten kann man auch nie genug da haben. Ich habe neulich schon welche gekauft beim DM. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich brauchte für meinen Bruder eine oder so. Und dann habe ich auch eine Handvoll mitgenommen. Einfach, weil die da auch nur 50 Cent kosten. Und ja, hier war es jetzt so, die Trauerkarte hat 1 Euro gekostet und die andere hat 59 Cent gekostet. Ist immer noch völlig in Ordnung. Aber ich sehe es halt ja immer nicht ein. Wer mich kennt, der weiß, dass irgendwie 2, 3 Euro für eine Karte auszugeben. Obwohl viele super, super schön sind, aber ja. Dann habe ich einmal von Haribo die Ballersticks mitgenommen in Raspberry und Blackberry. Das ist meine Lieblingssorte. Wobei ich diese, ich glaube, Kirsche oder so, dieses dunkelrote auch sehr lecker finde. Aber die sind ganz cool. Und wenn ich bei Kick was kaufe, dann kaufe ich auch ganz oft auch diese Dinger dazu. Keine Ahnung, das gehört irgendwie für mich zusammen. So ein Kick-Einkauf und diese Dinger. Verrückterweise. Dann habe ich T-Shirts für den Kleinen mitgenommen. Und die waren alle an so einem Reduziertständer. Und da stand dann auch teilweise zweite Wahl. Und ich dachte mir, naja, für den Kindergarten werden sie wohl trotzdem noch gut genug sein. Ich weiß nicht, ob die alle in einer Größe sind. Wartet, ich schau mal eben. 104. Ja, die sind alle in 104. Habe ich einmal dieses blaue T-Shirt mitgenommen. Also ganz schlichtes, einfaches, nichtssagendes T-Shirt. Ne? Ich finde, das fühlt sich aber total toll an irgendwie. Es ist sehr, sehr leicht und ja, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Wie viel hat das gekostet? Wissen wir nicht. Ich glaube, 1 Euro. Ich meine, das hat 1 Euro gekostet. Dann habe ich auch noch so ein dunkelblaues T-Shirt mitgenommen. Ich weiß nicht, ob die alle von Kiki und Coco sind. Also ja, das auf jeden Fall. Das ist auch von Kiki und Coco. In dunkelblau, auch 104. Das hat 1 Euro gekostet. Und dann habe ich noch von, keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Ist auch egal. Dieses hier, das ist eher so ein bisschen, ja auch blau, aber auch gräulich. Da klebt irgendwie noch so ein Punkt drauf. Das hat nur 50 Cent gekostet. Und ja, es sieht aber völlig in Ordnung aus. Das ist alles gut mit diesem T-Shirt. Keine Ahnung, was da das Problem sein soll. Aber für so einen kleinen ist das doch völlig in Ordnung. Also, ja, mal ein paar schlichte T-Shirts. Wenn die Hose vielleicht mal ein bisschen bunter ist oder ein bisschen wilder ist, dann ist das vielleicht ganz nett. Und das habe ich alles mitgenommen. Dann habe ich auch noch ein paar Socken gekauft. Und zwar welche für Matteo und welche für mich. Einmal von RG. So eine Socken, die sind auf den ersten Blick sehr, sehr einheitlich und schlicht, finde ich. Da ist ein Bagger drauf. Ein Bagger ist ja immer angesagt. So, auf dem zweiten, das ist halt grau, da sind so kleine Autos drauf. Auf dem dritten ist ein Trecker drauf. Hier sind auch wieder Bagger drauf und Trecker. Ja, also 4 Paar Socken. Und das sind halt längere Socken. Die habe ich in Größe 27 bis 30 genommen. Er hat jetzt im Moment Schuhgröße 26. Also ja, die sind noch ein bisschen größer. Aber ich habe mir gedacht, da das ja längere Socken sind, wird er die halt auch über den Herbst und Winter tragen können. Und dann fand ich das super. 3,99 € haben die gekostet. Und ich finde die Farben halt total schön. Mal jetzt nicht so super, super bunt und Paw Patrol oder so, sondern ein bisschen schlichter. Und ja,
Deswegen habe ich die mitgenommen. Und für mich habe ich auch welche mitgenommen. 5 Stück. 39 bis 42. Ich habe ja Schuhgröße 41. Falls das jemand interessiert. Falls irgendeiner von euch Fußfetisch ist. 3,99. Und das sind so ganz einfache graue Sneakers. Also die sind hier oben ganz normal. Keine besondere Verstärkung hier oder in der Mitte oder irgendwo. Ganz einfache Sneakers. Ich hatte mir bei Primark welche in schwarz gekauft. Und bin auch sehr zufrieden damit bisher. Also man geht ja oftmals davon aus, wenn irgendwas super günstig ist, dass es dann auch nicht so lange hält. Aber bisher, ja, finde ich die echt gut. Und würde die auch hier auf jeden Fall wieder kaufen. Und ich habe aber gedacht, Mensch, in hell wäre es vielleicht nochmal ganz nett, was zu haben, dass man nicht immer nur schwarze Socken anhat. Und ja, genau. Und mein letztes Teil vom Kick ist eine Hose in Größe 1000. Ich verstecke mal kurz ein bisschen zumindest das Größenschild. Also ihr wisst ja, dass ich nicht Heidi Klum bin. Ich muss jetzt nicht so tun, als wenn ich 36 tragen würde, aber naja. Gut, ich habe es richtig gut versteckt. ich habe halt dicke Beine und einen dicken Mors. Es ist auf jeden Fall so eine blaue Hose, die hier oben, wie man vielleicht schon sehen kann, so ein bisschen, wie nennt man denn das? Rüschen hat, mädchenhaft ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall hat die sowas hier auch an den Hosentaschen, was ich irgendwie süß finde. Ich finde sie super schön. Sie ist halt so ganz schlicht und ganz normal, gerader Schnitt. Und hat hier vorne Bänzel zum Zuknoten. Hat hinten auch keine Taschen oder irgendwas. Wie viel hat sie gekostet? Mal eben gucken. 10 Euro, was auch völlig in Ordnung ist. Ich muss euch sagen, ich werde euch kein angezogenes Bild hier zeigen oder kein Video, einfach weil, also, wenn man so eine Hose sieht, dann hat man eine gewisse Erwartung, wie es an der Person aussieht. Mein Körper ist eigentlich nicht so geeignet für so eine Hosen. Ich finde, für so eine Hose, um die Hose schön rüberzubringen, muss man eine relativ gerade Körperform haben. Man kann auch ein bisschen dicker sein oder was auch immer, ein bisschen dünner, keine Ahnung. Aber ich bin halt eher so, hier ist die Brust, meine Taille ist eigentlich schmaler. Jetzt im Moment sieht es nicht so aus, aber eigentlich habe ich eine relativ schmale Taille. Und dann kommt halt so mein ausladender Arsch, der aber nur so ausladend ist wegen meinem Lipödem. Wisst ihr, wie ich meine? Eigentlich ist da gar nicht so viel Arsch. Es ist halt nur dieser Oberschenkel, der das Ganze so breit macht. Und dadurch, dass das so dick ist, ist das irgendwie mit dieser Hose so unförmig. Und das sieht einfach nicht gut aus. Und ja, also ich habe sie mir hauptsächlich gekauft, weil ich nicht immer nur mit Leggings rumlaufen möchte, sondern auch mal eine anständige Hose anziehen möchte. Ich aber im Moment absolut auf Kriegsfuß mit Jeans bin. Die einzigen, die mir gut passen, sind welche von Primark. Aber da habe ich in letzter Zeit auch immer nicht irgendwie eine gefunden, die mir gut gepasst hat. Und die halt mein Lipödem nicht ganz so zum Vorschein gebracht hat, beziehungsweise meine ganzen dilligen Beine. Also meine Beine sehen halt in Jeans teilweise viel dicker und schlimmer aus und dilliger als in der Jeans, als in der Leggings. Also in der Leggings ist halt alles verdeckt, ne? Und ich möchte das nicht, dass ich noch schlimmer aussehe als eigentlich schon. Und ja, deswegen habe ich diese Hose hauptsächlich gekauft, weil ich die vom Material her gut fand und am Bauch fühlt sie sich halt gut an, also dass sie nicht so eindrückt oder so. Sie ist auch ganz süß und ich finde, wenn man so ein weißes Top oder so anhat und das dann in der Hose hat und dann man diese Rüschen an der Hose sehen kann, finde ich das total cool. Aber dafür müsste ich wahrscheinlich so 10, 15 Kilo abnehmen, damit das bei mir cool aussieht. Und deswegen zeige ich es euch nicht. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Ich meine, ich habe neulich auch ein Bikini und Badeanzüge in die Kamera gehalten. Aber irgendwie war das was anderes und ja. Ich hoffe, ihr versteht's. So, jetzt gehen wir über zum Action-Teil. Und da war ich so ein bisschen in so einem Herbst-Halloween-Modus. Keine Ahnung, es ist irgendwie eskaliert. Ich zeige euch jetzt mal so die herbstlichen Sachen und dann zeige ich euch noch ein paar neutrale Sachen. Also zum einen habe ich mir eine Herbstdeko gekauft. Eine? Nee, ja. Also dieses hier. Es ist aus Holz und ich finde es irgendwie ganz süß. Ich frage mich nur, wo ich es hinstelle. Weil eigentlich wollte ich das gerne vor die Tür stellen, also direkt vor die Haustür. Aber, und ich habe so 2-3 Stufen, das Problem ist, dass das auch die Wetterseite ist. Und mit Holz, ich weiß nicht, wie lange das halten wird, wenn ich das da hinstelle. Eigentlich ist das vielleicht für drinnen eine Deko, aber naja. Ich habe so ein großes Haus und wenn ich dann so eine Deko in mein Haus stelle, ist das richtig merkwürdig, finde ich. Also ich finde, wenn, dann sollte man das ein bisschen weitläufiger machen. Und naja, ich überlege nochmal, wie ich da vorgehe. Ich fand es auf jeden Fall süß und deswegen musste das mit. Und dann habe ich mir so eine Lichterkette gekauft. Das ist eine Lichterkette, wo
wie nennt man denn das, Juteband drum ist. Also eigentlich ein Juteband mit Lichterkette. Ist auch eine geile Verpackung hier wieder, dass man das da so super rauskriegt. Danke dafür. Mann, bin ich der geduldigste Mensch bei sowas. Es ist quasi so ein Juteband und da drinnen ist halt eine Lichterkette integriert. Fand ich irgendwie süß, ist irgendwie auch herbstlich. Und ich habe gedacht, ich könnte irgendwas tüdeln. Irgendwie sowas wie ein Kranz oder so. Oder keine Ahnung, die einfach an unserer Haustür vielleicht runterhängen lassen. Oder da irgendwie so, ne, dass das da illuminiert ist. Und würde dann diese beiden, einmal diese Blüten und diese Blätter, da irgendwie integrieren, irgendwie ranbasteln an diese Kette. So war es in meiner Fantasie. Damit das Ganze ein bisschen herbstlicher ist und damit an unserer Haustür so ein bisschen eine herbstliche Deko ist. Weiß nicht, wie das funktionieren wird. Vielleicht lege ich die Blätter auch einfach überall in der Stube auf die Fensterbank und dann ist das meine Herbstdeko. Keine Ahnung. Die Dinger haben jeweils 99 Cent, glaube ich, gekostet. Die Lichterkette, glaube ich, 1-2 Euro oder so, wenn überhaupt. Also von daher, wenn es nichts wird, bastel ich irgendwas anderes draus. Aber ich habe gedacht, ich versuche mich mal an so einem Türkranz. Ja. So, dann kommen wir aber auch schon zum Thema Halloween. Das ist ein bisschen eskaliert dafür, dass ich eigentlich nichts machen wollte. Ich habe zum einen so einen Luftballon mitgenommen, so einen Folienballon, 46x41 cm. Den wollte ich gerne im Eingangsbereich, also zu Beginn unseres Grundstücks. Unser Grundstück ist halt so, dass man hier auf die Auffahrt kommt und dann muss man einmal die Auffahrt komplett längs und hinten ist halt unser Hauseingang. Und dass man vorne an der Auffahrt das platziert und überall auf dem Grundstück so ein bisschen Beleuchtung macht, damit die Kinder wissen, hey, da ist was bei dem Haus. Und unsere Auffahrt halt auch, wie gesagt, ein bisschen beleuchten, damit die keine Angst haben, nach hinten zu laufen. Und wir machen das in der Regel ja so, dass wir selber auch laufen gehen mit Matteo oder mit allen Kindern, wenn sie da sind. Und dementsprechend nicht zu Hause sind. Und dann stellen wir meist eine Schüssel mit Süßigkeiten vor die Tür, wollen die aber nicht vorne an die Straße stellen, weil dann wieder irgendjemand auf doofe Ideen kommt, sondern wollen sie nach hinten stellen und wer dann, ja, es bis dahin geschafft hat, der darf sich dann da Süßigkeiten rausnehmen. So haben wir es die letzten Jahre auch gemacht und ich dachte, ja, der Ballon wäre vielleicht ganz niedlich als Info, hallo, hier ist was. Ich finde immer Leute, die für Halloween geschmückt haben, da sieht man dann, ah, okay, da kann man auch klingeln. Also so kenne ich das. Ja, dann habe ich hier noch so einen Vorhang mitgenommen. Das sind alles so kleine Kürbisse, die da so runterhängen. Ich glaube, das ist aus Papier. Hoffen wir mal, dass es nicht regnet an dem Tag. Nee, ist aus Plastik. Oh cool, kann man also wiederverwenden. Habe ich überlegt, dass ich das entweder auch vorne irgendwo dekorativ ranhänge oder an unsere Terrasse, wäre auch lustig. Vielleicht packe ich dann die Süßigkeiten auf die Terrasse, dann können die Kinder, also der Weg ist halt nicht so weit von zur Terrasse als bis zur Haustür. Und dann könnte ich das da, wo es zur Terrasse geht, wo quasi der Eingang ist, könnte ich das aufhängen, diesen Vorhang, und dann sehen die Kinder, ah, da ist was. Ist auch eine gute Idee eigentlich. Also, ja, das fand ich niedlich. Dann habe ich eine Tüte mitgenommen. Oh, es ist so überflüssig, weil man auch einfach einen ganz normalen Beutel mitnehmen könnte. Und Matteo sitzt dann wahrscheinlich die meiste Zeit, während man läuft, sitzt er dann im Kinderwagen, wenn er nicht gerade bei irgendeiner Tür ist. Da könnte man auch Süßigkeiten reinpacken, aber es ist halt Paw Patrol und es ist Halloween und ich fand es süß und naja. Sie musste halt mit. Man kann also Süßigkeiten in der Paw Patrol-Tüte sammeln. Und dann habe ich in Sachen Halloween noch dreimal Fensterdekoration gekauft. Oh, und ich sehe gerade, die ist ja beidseitig, wie cool. Also, einmal habe ich dieses Set mitgenommen mit der großen Spinne und mit den Kürbissen. Und auf der Rückseite ist dieses. Das fand ich irgendwie auch so süß hier mit diesem hier. Genau, das ist das Set. Dann haben wir einmal dieses Set mit der großen Katze und dem Skelett. Und auf der Rückseite ist das. Auch mit den Bonbons hier total niedlich. Und dann habe ich noch einmal dieses Set mitgenommen mit der Hexe. Das ist auch ganz niedlich mit ihm hier. Wie cool ist er, bitte? Ja, finde ich auch super süß. Und jetzt haben wir, glaube ich, genug Dekoration hier für alle Fenster. Ich wollte bei Matteo vielleicht was ans Fenster kleben, mal gucken. Und ansonsten an der kompletten Fensterfront, die so zur Straße hingeht. Auch damit die Kinder halt sehen, Mensch, da kann man vielleicht hingehen. Und ja, ich fand es irgendwie ganz süß. Und ich habe gedacht, das kann man machen. Und die haben halt auch, glaube ich, nur 99 Cent oder so pro Ding gekostet. Und ja, dann blutet einem nicht ganz so doll das Herz, finde ich. Das kann man da ruhig mal ein bisschen Deko ranmachen. Halloween ist halt nur so ein Tag, ne? Und ich bin eigentlich so kein Fan von, man schmückt irgendwas nur für einen Tag. Bei Ostern bin ich auch immer so, dass ich so sage, ja, okay, cool. Weihnachten schmücke ich schon eher, da
fängt man ja auch irgendwie schon an meinem Geburtstag an, im November, gefühlt alles hübsch zu machen und zu dekorieren, aber ja, weiß ich nicht. Ich finde, das lohnt sich immer nicht. Man baut das irgendwie alles immer auf und dann ist der Tag vorbei und dann, ja. Aber gut. So, das habe ich und dann habe ich hier noch drei extra Sachen. Einmal habe ich mir so einen Klebestift gekauft, weil ich gar keinen Klebestift mehr hatte und man den manchmal gebrauchen kann. Nachdem ich mit meiner Heißklebepistole hier mir so einen dicken Eumel zugezogen habe, der ist echt krass. Das ist eine Brandblase. Naja. So, dann habe ich noch diese Spargo Wipes gekauft. Ihr wisst Bescheid, meine Lieblingsfeuchttücher. Und als letztes habe ich Magnetic Eyeliner Eyelashes. Für, ich glaube, 2 Euro oder 3. Da bin ich sehr gespannt. Da sagte neulich jemand unter meinem Video, dass die viel besser sein sollen als die, die ich mir neulich gekauft habe. Dass sie ganz gut sein sollen vom Action. Also probieren wir es doch mal aus. Ich bin sehr gespannt und werde euch da vielleicht auch mitnehmen. Mal gucken. Vielleicht mal ein Video von. Lasst euch überraschen. Genau. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, freue ich mich über ein Däumchen nach oben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.